Okay, ganz pragmatisch, Sam Auinger ist mein Name. Ich komme eigentlich aus dieser Gegend. Ich bin hier in Linz geboren, lebe aber schon seit vielen, vielen Jahren in Berlin. Arbeite dort auch neben meiner freischaffenden Tätigkeit als Komponist und Klangkünstler, unterrichte auf der UdK. Ich leite dort die Abteilung, die nennt sich experimentelle Klanggestaltung. Es gibt in Steyr diese Kinderuniversität, die waren Teil dieses Create Your World Projects hier von der AS. Ich habe mit den Kindern, mit 10- bis 12-Jährigen, mit 30 Kindern mal einfach gearbeitet und habe ihnen dann versucht, das einfach näher zu bringen, wie eigentlich auf der einen Seite Klang funktioniert und auf der anderen Seite, wie Hören funktioniert. Eins, zwei. Und ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich mit Kindern zu tun habe. Ich mache das eigentlich wirklich gern, wenn ich ab und zu die Gelegenheit dazu habe, wie schnell sie Sachen kapieren, wie schnell sie sofort in so eine Mimikry-Situation kommen, wie sie sofort auf einmal irgendeine Verkehrssituation nachmachen, wie sie überhaupt kein Problem damit haben. Einfach sofort mit den Dingen zu spielen und jetzt nicht sozusagen sie sofort zu versuchen zu überlegen, ist das gut oder schlecht, sondern eher aus der eigenen Erfahrung heraus sofort in einen Dialog damit zu treten. Im Lentos ist es auf der einen Seite bei der Lecture um diese Beziehung gegangen, wie Hören irgendwie mit der Umwelt spielt. Gleichzeitig gibt es von Lentos heraus eine Realtime-Installation. Der Bruce Ottlin und ich haben, wie wir uns zum Beschäftigen angefangen haben, mit öffentlichen Räumen begonnen, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie können wir sozusagen diesen öffentlichen Raum auf der einen Seite kompositorisch, musikalisch interessant ins Spiel bringen und zweitens, wie können wir öffentlichen Raum im Sinne seiner Lautsphäre auch diskutierbar machen. Und sind mehr oder minder eigentlich durch Zufall auf ein Resonanzprinzip einfach gestoßen. Und in dem Moment, wo ich über dem Ohr sozusagen eine Ordnung anbiete, in dem Moment, wo das Ohr sozusagen eine Obertonreihe erkennt, in dem Fall so eine Obertonreihe bei uns, in dem Moment, wo das Ohr Patterns erkennt, ja, beginnt man sozusagen im Gehirn irgendwie Klang und Klangereignisse anders zu verarbeiten, als wenn das sozusagen der Alltagslärm ist. Und damit werden auf einmal durch solche Installationen öffentliche Räume oder öffentliche Lebensräume einfach auditiv und auch dadurch auch gemeinsam wieder visuell beobachtbar. Um wirklich mit diesem Hören in Kontakt zu kommen und vielleicht auch für sich selbst wieder eine neue Beziehung zum Hören kriegen, ist immer eine der wichtigsten Voraussetzungen, ist einmal Zeit. Das heißt, das war der Grund für mich zum Beispiel, eine Arbeit zu machen, die einem vielleicht die Möglichkeit gibt, einen Raum über eine längere Zeitstrecke immer wieder zu erfahren und auch unter verschiedene Aspekte zu erfahren. Und beim Festival wie Ars Electronica, weil das eh alle ein bisschen verrückt sind, dürfen wir dann sowas machen, wie dass man sozusagen von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine Arbeit macht in der größten österreichischen Kirche. Wenn man jetzt normalerweise in solche großen Räume geht, hat man es mit unglaublich wahnsinnigen Akustiken zu tun. In dieser Kirche hat man einfach nur einen wunderschönen, ausgewogenen Hall. Das heißt, jede Art von Klangereignis in dieser Kirche ist eigentlich ein musikalischer Event in meinen Ohren.